Für unser heutiges Abenteuer reisen wir in den Harz, genauer gesagt nach Oberharz am Brocken. Hier besuchen wir die kleine Ortschaft Susenburg, wo wir gemeinsam mit euch auf eine geschichtsträchtige Reise zurück in die Zeit der DDR gehen. So Leute, bevor wir das Video starten, möchten wir euch unseren heutigen Sponsor Temu vorstellen. Denn wir haben einige Sachen bei Temu bestellt, unter anderem diese Mikros, die ihr hier sehen könnt. Und das Ganze werden wir jetzt mal testen und euch vorstellen. Viel Spaß! Für cinematische Aufnahmen haben wir uns eine super stabile Kamerahalterung bei Temu bestellt. Hier kann man nicht nur eine Actioncam festmachen, sondern auch ein Handy. Für unsere actionreichen Abenteuer war es mal wieder Zeit, sich einen neuen Brustgurt zuzulegen. Hier haben wir auch direkt einen Brustgurt bestellt, an dem man sein Handy dran machen kann. Damit uns bei unseren Touren nicht der Strom ausgeht, haben wir uns auch direkt eine neue Powerbank bestellt. Das Besondere dabei ist, dass sie mit Batterien betrieben wird. Wenn man mal alleine unterwegs ist, sind cinematische Aufnahmen schwer umzusetzen. Mit diesem Tripod, das eine Auto-Tracking-Funktion hat und sogar über ein Fülllicht verfügt, kann man super Aufnahmen mit seinem Handy machen. Für unauffällige Touren haben wir uns diesen Rucksack bei Temu bestellt. Er ist super leicht und wasserdicht. Perfekt, um seine Kamera samt Zubehör zu verstauen. Heute kommt der Ton von diesen drahtlosen Lavalier-Mikrofonen. Die Mikros lassen sich ultraleicht mit einem Handy über den Ladeanschluss verbinden. Wir filmen das heutige Video mit dem Handy. Und passend dafür haben wir uns den Aukchuan XE 3-Achsen Handheld Gimbal bestellt. Hier sind wir besonders gespannt, wie stabil die Aufnahmen werden und wie praxistauglich dieser Gimbal ist. Leute, ladet euch jetzt auf jeden Fall die Temu-App runter, denn mit diesem Code, der hier unten eingeblendet ist, könnt ihr mit einem Gutscheinpaket 100 Euro sparen. Also, auf was wartet ihr noch? Ladet euch die App runter und viel Spaß beim Shoppen. Ja, vor uns tut sich halt das erste Gebäude auf, der erste Wohnblock. Und man hatte einen wirklich phänomenalen Ausblick, wie ich finde. Hier unten ist ein See, wo Kinder gerade Eis laufen. Sehr, sehr schöner Ausblick, ne, wie ich finde. Im Sommer sehr schön. Wie im Winter, glaube ich. Ne? Ja. Im Sommer hast du dann hier schön alles grün. Hattest dann wahrscheinlich noch die ganzen Bäume, die jetzt natürlich durch den Borkenkäfer alle zerstört wurden. Aber sonst sind phänomenal. Ne? Also unbewohnbar eigentlich, oder? Das stimmt, ja. Voll geil, ehrlich. Hier sieht man, dass das Ganze zugemacht wurde. Nee. Hier ist eigentlich offen. Oh. Das kannst du aufmachen. Okay. Also jetzt vielleicht nicht, da brauchst du eine Klinke für. Ich dachte auch, die hätten das zu. Ui. Es ist offen. Es ist offen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schau mal hier. Von der Klingel alles, ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre zu. Mach nochmal auf. Wow. Sollen wir reingehen? Ja, komm. Hier war der Briefkasten. Ich hatte gehofft, die Tür wäre zu. Oh. In den Keller gehe ich definitiv nicht, das kann ich dir sagen. Warum denn nicht, Anja? Das ist voll gruselig. Vielleicht stehen da noch ein paar Fahrräder von damals. Ich weiß nicht, was sie finden, aber es ist ein Riesenbild. Tierisch erstrecken werden. Ja, das sieht klar nicht aus. Das glaube ich auch. Jetzt mal oben, guck mal, hier ist eine Zeitung. Was schätzt du, von wann die ist? Oh, ich würde mal sagen 90er? 89. 89? Ja. 4.5. November 1989. Neues Deutschland übrigens. Stromgaragen bitte nicht zerstören. Ja, wir hatten gesehen, Garagen werden offenbar wohl noch genutzt. Und hier geht es einfach direkt in die erste Wohnung rein, wie man sieht. Ui, Anja, das wäre was für uns, schön Badewanne. Boah, sehr toll. Sehr, sehr schön. Das ist richtig einladend. Ja, vor allem mit den Fliesen, ne, sieht das sehr, sehr schön aus, wie ich finde. Gruselig. Aber man sieht, dass nach der Wende die meisten Bewohner alle abgehauen sind. Ne? Die Tapete erinnert mich schon sehr an, ja, an Wände. Ne? An Wände. Ach so. An die Wände, ja. Aber das Kinderzimmer ist auf jeden Fall die Süße der Tapete. Ne? Das sieht echt niedlich aus. Mit dem Schneemann, mit dem Pinguin. Das stimmt, sieht sehr, sehr süß aus. Aber muss ja auch mal sagen, Fallen ist mäßig echt großes Kinderzimmer. Ne? Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, damals schon eine Seltenheit, so ein großes Kinderzimmer zu haben. Normalerweise waren die nur so klein. Ne? Manche Eltern haben auch das Schlafzimmer den Kindern gegeben. Das haben meine Eltern auch gemacht. Meine Eltern auch gemacht, ja. Dann hatte ich immer ein schön großes Kinderzimmer und die halt verhältnismäßig kleines
Schlafzimmer. Ach, guck mal, hier steht noch der Ofen. Jo. Das ist ja mal heftig, ey. Puh. Richtig schön alter Ofen, ne? Das ist so richtig 80er Jahre, ne? Ja, weil diesem Braun hier, das war ja immer so, ne? Das sah wirklich tatsächlich immer so aus. Das stimmt. Warum muss ich denn vorgehen? Das ist die Taschenlampe. Ah ja. Schönes Wohnzimmer. Es ist so richtig 80er, 90er. Guck dir mal bitte oben die Vertieflung an. Ja. Die Dicke, ne? Also die ist so richtig aus. Ja, richtig von damals. Aber das ist Optik, ne? Und hier hast du wahrscheinlich auch so richtig schönen Balkon drauf. Ja, den hat man von außen gesehen, aber da würde ich jetzt nicht mehr drauf gehen, würde ich mal so sagen. Kannst du ja eh nicht, ist jetzt zugemacht worden. Ja. Und hier ging es dann ins Schlafzimmer der Eltern, ne? Oh, das ist ja zu schade. Ja, müssten wir jetzt mit einer Klinke reingehen, aber leider Gottes haben wir sowas nicht bei. Schade, aber auch. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Wohnung. Wahrscheinlich sind die baugleich. Ich denke auch, ja. Außer ganz unkühl. Ich würde vorstellen, dass die anders aussieht. Ja, das könnte sein. Nee, geh mal einfach geradeaus. Ja, die Mittelwohnung ist meist immer eine kleinere Wohnung. Und links und rechts ist ein baugleich. Ne? Oh Gott, das ist ein bisschen. Auch das gleiche hübsche Badezimmer. Ja, wobei es doch anders, ne? Ja, es scheint ein bisschen kleiner zu sein hier, ne? Die ganzen Tapeten, die liegen hier auf dem Boden, wie man sieht. Uiuiuiui. Die Küche, auch deutlich kleiner, ne? Ja, die Küche. Ah, die Fliesen sind nicht ganz so schäbig, wie ich finde. Na, hier war Wohnzimmer, auch wieder der Balkon. Genau, hier war das Wohnzimmer und von Wohnzimmer aus ging es dann ab ins Schlafzimmer. Ja, oi, aber auch doch relativ groß, wie ich finde, ne? Mhm. Sieht schon schön groß aus. Hier in der Mitte dann das Bett und vermutlich hier irgendwo an der Wand noch ein Schrank. Ah, die Tapete, Leute, schaut euch mal die Tapete an. Endzeitmäßig schick, oder? Und dazu diese super Fenster, richtige Holzfenster. Ich glaube, die wurden damals auch einmal eingebaut und danach nie ausgetauscht, wie die aussehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem Gimbal funktioniert richtig gut. Ich habe ja sonst immer eigentlich das Stativ in der Hand. Das ist natürlich deutlich schwerer. Ich hatte auch schon mal einen Gimbal gekauft gehabt, von DJI einen. DJI Ronin irgendwie Gimbal mal geholt. Ja, das war sau schwer. Aber es sieht alles sehr identisch aus, wie ich finde. Ja, guck mal, hier haben sie einfach die Decke beklebt, ne? Und da wieder so eine richtig süße Tapete. Ja, Kinderzimmer haben sie echt sehr schön gemacht, wie ich finde. Hier sieht man noch die Decke, die leider runtergekommen ist. Dort drüben ist noch ein bisschen was davon zu sehen, von der Decke. Ui, hat das einen richtig schönen Ausblick gehabt von hier oben. Ja, warte mal ab, wenn wir ganz oben sind, ne? Hier ist unser Schlafzimmer. Ja. Das ist doch ähnlich groß eigentlich, ne? Ja, ist süß. Ein bisschen kleiner. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Schon sehr, sehr schön. Ja, gleich groß. Und hier der Balkon. Ach, schau mal, guck mal, hier wächst eine kleine Tanne mittlerweile. Ja, kann man als Tannenbaum nehmen. Ja, seit 20 Jahren oder so. Und dann dazu dieser schöne Ausblick, ne? Schön ins Tal. Das sieht richtig, richtig, richtig schön aus. Gefällt mir sehr gut. Ja, finde ich auch. Hast du gehört? Ja. Ich glaube, jetzt ist die Tür zu. Das hat sich jetzt gerade so angehört, als wenn da jemand kommen würde. Ja gut, aber hier ist alles offen an der Hand. Hey. Da muss irgendwo jemand drin sein. Ja. Die sind ja Fußspuren nur, also die da reinführen. Das ist nicht nur unsere. Hier, guck. Da sind andere Fußspuren. Größere.
Boah, das ist jetzt ein bisschen unheimlich, ey. Ja. Oh. Naja, ist halt frei zugänglich, wie du schon gesagt hast, ne? Ja. Für alle anderen halt auch, ne? Das stimmt. So, Tür haben wir angelehnt. Oh Gott, das ist echt richtig unheimlich, oder? Ja, definitiv. Meine Güte. Schrecklich, ey. Ja, schau dir mal an, die schön bunten Balkone. Ah, die sind in keinem guten Zustand mehr, wie man sieht. Gar kein guter Zustand. So, nachdem wir uns Haus Nummer 55 und auch 53 nur von außen angeschaut haben, werden wir uns mal jetzt die anderen Wohnblöcke anschauen. Wir werden euch gleich noch auf dem Rückweg auch noch was sehr, sehr Cooles zeigen. Und zwar gab es nämlich hier einen Einkaufsladen, der ganz in der Nähe ist. Der ist mittlerweile auch verlassen und den werden wir euch nachher noch zeigen. Im Schatten der Harzer Berge, wo einst Johann Wolfgang von Goethe auf seiner Harzreise im Jahr 1784 vorbeizog, entstand im Dezember 1953 die Siedlung Susenburg. Diese Siedlung, einst errichtet, um den Bedarf der DDR an Kalkstein für das Schkopauer Buna-Werk zu decken, wurde schnell zum Lebensmittelpunkt für 600 Menschen. Hier, inmitten einer Region, die reich an reinem Riffkalk ist, blühte das Leben in 7 zweistöckigen Neubaublöcken auf. Es wurde eine optimale Infrastruktur geschaffen mit einem Konsum, Kleingärten und sogar einem Anglerheim. Doch mit dem Zusammenbruch der DDR und dem Niedergang der umweltbelastenden Carbidchemie verlor Susenburg seine Lebensader. Die einst lebendige Gemeinschaft, die sich um die Kalkproduktion drehte, löste sich auf. Heute stehen die Wohnblöcke, einst das Zuhause von Bergarbeitern und ihren Familien, leer und verlassen. Hier ist gut, Leute. Auch hier. Vielleicht ein verletztes Tier oder so. Ja, gut möglich. Das mit dem See finde ich so schön, ne? Das gefällt mir richtig, richtig gut, ey. Ja, sehr, sehr, sehr kalt, Leute. Sehr, sehr, sehr kalt. Schaut mal vor uns. Hier war vermutlich mal die Wäscheleine gewesen, würde ich mal vermuten. Dass man hier die Wäsche trocknen konnte. Und hier tut sich die nächste Häuserreihe auf. Und hier sieht man auch noch mal ganz gut, hier der eine Block, dort der nächste und dort drüben die weiteren Gebäudeteile. Und hier unten gab es offenbar so kleine Häuschen, vielleicht so kleine Gartenhäuschen. Vielleicht hat man auch hier dieses Plateau genutzt, um vielleicht ja Tische aufzustellen, gemütlich zu grillen mit den Nachbarn und Freunden. Was ich sehr krass finde, ist die Tatsache, dass hier hinter dieser Siedlung noch Menschen leben. Ne? Also ich weiß nicht, ich würde nicht ganz gerne direkt neben so einem Lost Place wohnen. Ihr? Jeder Bock drauf, schreibt es mir in die Kommentare. Hier haben sie schon ein bisschen mehr zugemacht. Hier würde man nicht reinkommen. Das ist hier schon richtig zugeschraubt worden, dass man auf jeden Fall hier nicht mehr rein kann. Hier sieht man noch die alten Klingeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bewohner. Und schaut mal hier, hier steht noch Schulze, Zimmermann. Und hier oben, das kann man leider nicht mehr lesen. Also scheinbar haben wir echt Glück gehabt mit dem Wohnhaus, was da offen stand, ne? Ja. Weil hier ist zugemacht worden, da vorne die Tür ist auf jeden Fall auch zugemacht worden. Wir könnten jetzt nochmal da unten gucken, bei den Häusern, ob da noch irgendwas offen steht. Aber offenbar wurde alles zugemacht und das war das Einzige, was offen stand und wo wir auch noch was gehört haben, ne? Ja. When you're not here, life is insufferable. Don't be a stranger, even though we said pause. Es ist auf jeden Fall super, super windig gerade. Das Ganze erinnert mich an eine Siedlung in Gladbeck. Ist mittlerweile abgerissen und wird, glaube ich, neu gebaut. Da war ich mal vor, ja, ich glaube, gut 6 Jahren gewesen. Das war auch eine riesen, riesen Wohnsiedlung. Einfach komplett verlassen. Noch größer als das jetzt hier. Aber halt mitten in der Stadt. Ne? Das war auch damals so richtig beeindruckend gewesen. Sehr, sehr cooler Lost Place, aber war leider damals auch nicht mehr
wirklich viel von zu sehen. Aber guck mal, hier das Klingelschild, das kannst du noch richtig gut erkennen. Brzezinski, Heidecke, Heindorf, Dorn und Eppers. Und schau mal, hier direkt, wenn du rauskommst, wachsen mittlerweile kleine Weihnachtsbäume. Ja. Kleine süße Tannen. Guck mal hier, wenn du hier durchs Fenster guckst, da ist noch irgendwas drin. Irgendwelche Möbel oder so? Guck mal bitte eben. Sieht man durch die Spiegelung nicht, aber... Ja, schlecht, ne? Aber irgendwas steht da noch drin, ne? Könnte sein, ja. Könnte wirklich sein. Weißt du, was ich mich auch frage, Sabrina? Warum hier überall diese Fußspuren sind? Ja, vielleicht Anwohner, die Gassi gehen mit dem Hund oder so. Aber wer geht denn hier lang? Also, spazieren jetzt mal einfach. Ach, schau mal, hier würdest du auch reinkommen. Da ist auf jeden Fall auch ein Fenster eingeschlagen. Vielleicht krabbeln ja hier irgendwelche Kiddies hoch und dann da rein. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie noch so 10 wäre und ich würde hier wohnen, wäre schon geil. Wäre so ein richtig großer Abenteuerspielplatz. Würde mir richtig, richtig gut gefallen. Ich hätte in einer dieser Wohnungen dann auf jeden Fall so eine Bude gebaut oder so. Schon richtig, richtig, richtig cool. Findest du nicht? Ja, das wäre auf jeden Fall ein richtig geiles Abenteuer. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Guck mal, da oben hängt ein Spiegel. Aber warum hängt denn da ein Spiegel? War wahrscheinlich noch von früher, hoffe ich einfach mal. Um zu sehen, wer da unten so langläuft. Ach ja! Stimmt, schaut mal jetzt hier. Klar, das ergibt Sinn. Du hast wahrscheinlich da oben im Wohnzimmer oder Kinderzimmer oder was weiß ich wo gesessen und konntest dann durchs Fenster gucken und der Spiegel hatte genau den Winkel, um hier vor der Tür zu gucken, wer da klingelt. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Aber das stimmt, Anja. Das stimmt. Das ist genau der Winkel. Also, da muss auf jeden Fall Bad Stüber gewohnt haben. Und ja. Bad Stüber scheint ziemlich neugierig gewesen zu sein. Weil, wer hängt sich denn schon so ein Spiegel dahin, ne? Und der hat sich auf jeden Fall, die Personen, hat sich auf jeden Fall Rollläden noch zugelegt nachträglich. Siehst du das? Ja, stimmt. Also, Spiegel und Rollläden, also waren auf jeden Fall sehr neugierig, aber mochten nicht, wenn bei denen jemand reinguckt oder so, keine Ahnung. Sehr, sehr interessant, finde ich. Aber ich finde dieser Rollokasten, glaube ich, so heißt es, der wirkt für mich auch ein bisschen neuer, ne, als vermutlich 80er, 90er Jahre, würde ich mal so vermuten. Aber die Fenster haben die nie ausgetauscht. Nie. Nee. Das sind alles doch die allerersten Fenster. Das sind ja auch keine Kunststofffenster, das sind Holzfenster. Nee. Ganz, ne? Ganz alte Holzfenster. Einfach verglast wahrscheinlich. Mhm. Und die hättest du eigentlich nach ein paar Jahren, hättest du die noch mal abschmiegeln müssen und hättest die noch mal neu streichen müssen. Ja, ja, aber das wird ja alles nicht gemacht, ne? Ach krass, schaut mal hier. Der Wohnblock, der ist auch verlassen. Also ich glaube, das war ja eine richtig große Siedlung hier, ne? Und ich glaube, nur einzelne Teile von den Gebäuden wurden nachgenutzt. Ja, die oder haben eine Nachnutzung gefunden, ne? Also ich glaube, 1-2 Häuser sind bewohnt von diesem großen. Da hinten sind auch so ein paar einzelne, aber sonst ist alles komplett verlassen. Der Einkaufsladen ist immer noch verlassen, die ganze Siedlung hier ist ja im Prinzip verlassen, bis auf ein paar einzelne Häuser. Wenn man überlegt, dass die ganze Siedlung erst in den 50er Jahren gebaut wurde und letztendlich zur Wende ja, dann aufgegeben wurde, eigentlich sehr, sehr schade, dass hier alle Leute weggezogen sind, weil eigentlich ist es echt ein schönes Plätzchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön in der Natur, es ist schön ruhig. Aber wahrscheinlich für viele zu ruhig gewesen. Das, was Anja meinte, hier, dieser Wohnblock, ich nenne das einfach mal Wohnblock, ist renoviert worden, das sieht man. Und hier im Vergleich, unrenoviert, verlassen. Schade, wirklich sehr, sehr schade. Ja, dieser eine Gebäudeteil, der ist wirklich sehr, sehr schön renoviert worden, wie ich finde. Also das zeigt hier halt auch, dass es möglich ist, die Gebäude zu renovieren. Und dementsprechend hier wieder zu bewohnen, was die ganze Sache natürlich noch ein bisschen trauriger macht, hier auch nicht mit Schneebällen zu bewerfen, dass sie einfach nicht renoviert wurde. Ne? Aber gut, wenn halt kein Bedarf nach Wohnraum hier in diesem Ort ist, warum soll man es dann halt auch renovieren? Ne? Macht ja keinen Sinn. Ne? Leider Gottes. Hör auf!
Cool, Schneeball. Hast du das früher eigentlich auch mal gemacht? So an die Fensterscheiben geschlossen mit Schnee? Nein. Echt nicht? Nein. Der ist ja auch geklebt. Da könnte aber ein Stein. Nein, nicht an Fensterscheiben. Nee, an die Wände. Guck. Ja, das ist schön gemacht. An Fensterscheiben macht man das nicht. Da könnten nämlich Steine in dem Schnee sein und ja, dann hat klar. man nämlich das die Scheiben auch kaputt. Nur in der Grundschule auf dem Schulhof gelernt haben, von den Lehrern. Ja. Nicht mit Schneebällen werfen, da könnte ein Stein drin sein, ja klar. Ja, ist so. Streberin. Klar. Mein super Schneeball. Und das ist immer so kleben geblieben. Schön, Anja. Ja. Das ist Kindheit. Kennst du dich, ne? Nee. Ich war direkt erwachsen. Ja, genau. Übrigens muss ich mich doch korrigieren. Ich wäre gerade schon mal einmal hier lang gelaufen. Das ist alles komplett zu wieder. Es ist nicht einfach verglast, es ist doppelt verglast. Mhm, aber Holz. Aber Holz, ja. Schaut mal hier oben. Da wachsen einfach Bäume auf den Balkon. Da wachsen Bäume. Unfassbar, oder? Also eigentlich hätte ich gerne auf die Drohne steigen lassen, aber irgendwie, ich weiß nicht, was gerade los ist, zieht der Sturm auf und das fängt schon wieder an zu schneiden. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Nicht, dass die nur abstürzen. Ja, besser ist es. Ja. Scheiße, ey. Direkt zu Anfang machen, sondern war es noch nicht so schlimm, oder? Ja. Echt krass. So, Leute, bevor wir jetzt hier komplett einfrieren, werden wir jetzt zurück zum Auto gehen. Und dann zeigen wir euch noch diesen Supermarkt, den wir auf dem Weg hierhin entdeckt haben, der vermutlich genauso lang geschlossen ist, wie die Siedlung verlassen ist. So, hier sieht man jetzt den Laden. Wir hatten erst überlegt, ist es ein Laden oder war es vielleicht doch eine Kneipe gewesen? Aber dann haben wir im Internet auf jeden Fall Infos herausgefunden, dass das definitiv mal ein Laden war. Passt ja auch irgendwie so mit den Fensterfronten hier entsprechend, ne? Vielleicht war das mal so ein Konsumladen. Ich glaube, so hießen damals die Supermärkte. Ja, betretende Baustelle verboten, elternhaft für die Kinder. Das Ganze ist natürlich komplett zugemacht worden. Also hier ist auch kein Reinkommen möglich. Aber das wollten wir auf jeden Fall noch mal ganz kurz gezeigt haben, dass hier dementsprechend noch ein Geschäft war, was mittlerweile auch komplett verlassen ist. Man sieht, es wird verkauft. Ja, ob hier jemals ein Käufer sich finden wird, bleibt fraglich. So Leute, das war's an der Stelle gewesen. Schaut gerne bei Timo vorbei. Hier ist nochmal der Link in der Videobeschreibung. Und unseren Code nutzen für 100 Euro in Geschenkgutschein. Und ihr erhaltet noch viele Produkte unschlagbar günstig. Also heißt für euch, wenn ihr auch Bock habt, einige Sachen zu kaufen und wenig Geld auszugeben, schaut bei Timo vorbei. Dafür sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.